Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir hören immer wieder die Frage, was passiert eigentlich im menschlichen Körper, wenn wir Zeolithe einnehmen? Nun, diese Frage kann uns nur eine Person wunderbar beantworten, nämlich der Professor Dr. Karl Hecht, der mir jetzt auch mit dieser Frage wieder live zugeschaltet ist aus Berlin. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Hecht. Und hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke für die Begrüßung. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, Ihnen heute zu dem Thema zu sprechen, was geschieht mit der Einnahme des Naturzeoliths im menschlichen Körper. Sicherlich wissen Sie schon, aber ich will Ihnen das nochmal sagen, dass ich mich seit 25 Jahren wissenschaftlich und praktisch mit der gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzeoliths und noch anderen Silikaten beschäftigt habe. Meine Frau und ich, wir haben insgesamt 6 Bücher geschrieben. Ich will Ihnen dann die nur kurz vorstellen. Das ist Lithium, Mineralien und Gesundheit, Lebenskraft durch Zeolith, Naturmineralien, Regulation und Gesundheit, dann hier 100 Antworten auf 100 Fragen und schließlich noch Heilung von Natur und Tierwelt durch Zeolith. Also dann gibt es noch eine englische Fassung. Ich habe alle gelesen. Meine Frau und wir selbst nehmen seit 20 Jahren täglich den Naturstoff, der von den Experten als das Geschenk der Natur charakterisiert wird. Meine persönliche Erfahrung, Naturzeolith hält jung. Er hält die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit hält auch die Schutz vor Krankheiten. Ich habe seit über 20 Jahren keinen Infekt mehr gehabt. Die Wirkung des Naturzeolith unterscheidet sich grundsätzlich von Medikamenten. Naturzeolith ist ein Bioregulator mit ganz besonderen Wirkungseigenschaften. Beachten muss man Folgendes, wenn man den Zeolith einnimmt. Erstens, dass man den richtigen Zeolith wählt, nämlich solchen, der als Medizinprodukt gekennzeichnet ist, weil der sauber ist und in Ordnung. Und zweitens ist es wichtig, dass er richtig eingenommen wird, denn weil davon hängt auch die Wirkung des Zeolith ab. Und das wie man das richtig einnimmt, möchte ich Ihnen heute erklären, aber zunächst noch einige grundsätzliche Erläuterungen dazu. Ich habe gesagt, Zeolith ist ein Bioregulator. Was sind Bioregulatoren? Bioregulatoren sind natürliche Wirkstoffe. Sie wirken auf molekularer Ebene, auf zellulärer Ebene und auch systemisch, also im ganzen Körper. Sie dienen der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts aller Regulationsprozesse in einem biologischen Körper. Bioregulatoren müssen meistens zugeführt werden, weil zum Beispiel mit der Nahrung und so weiter, weil sie nicht im Körper gebildet werden. Zu den Bioregulatoren gehören also Mineralien, Enzyme und Vitamine. Der Zeolith ist ein mikroporöses Tuffgestein, das also vor Millionen Jahren entstanden ist durch Vulkane. Hier sehen Sie ein Körnchen. Das hat ungefähr einen Durchmesser von 7 Mikrometern. Und dieses ist wiederum durchlöchert durch viele kleine Kanälchen, die einen Durchmesser haben von 0,4
bis 0,72 Nanometer. Also das heißt, und diese Kanälchen hier geben eine große Fläche. Ein Gramm Zeolit hat etwa 3000 Quadratmeter Fläche in diesen kleinen Körnchen. Also der Zeolit ist wie ein Schwamm und kann vieles in sich aufnehmen. In den Zeolit befinden sich, das ist jetzt der Durchmesser so eines Kanälchen, befinden sich also bestimmte Mineralien, Anionen, Kationen, Silizium und ein Kristallwasser. Und wirkt dann, oder in diesen Kanälchen können die abgegeben werden und andere Stoffe aufgenommen werden. Diese Körnchen gehen nicht in die Zellen, sondern bleiben in den Körper. Und wir sehen uns jetzt ein Video an. Das sind Untersuchungen von Dr. Daskalow, der mit Isotopen markierten Zeolit gezeigt hat, wie der Zeolit nach der Einnahme durch das ganze Verdauungssystem geht. So. Gerne, dann stelle ich jetzt das schnell an, das erste Video, und bedanke mich auch schon dafür. Nach der Einnahme durchläuft der Natur-Cleanup-Tilolit-Zeolit den gesamten Verdauungskanal und wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden. Untersuchungen mit Isotopen markierten Zeolit zeigten, dass Zeolit spätestens innerhalb von 24 Stunden vollständig ausgeschieden wird. Der mit Isotopen markierte Zeolit zeigte an, dass er 6 Minuten nach der Einnahme den Magen und den 12-Fingerdarm erreicht hatte. 4 Stunden später hatte er bereits den Dünndarm durchlaufen und befand sich am Anfang des Dickdarms. 24 Stunden nach der Einnahme beginnt, ausgehend vom letzten Teil des Dickdarms und dem Mastdarm, der Prozess der Ausscheidung mit dem Stuhl. Ja, damit wird ersichtlich, dass keines dieser Körnchen in die Organe geht, nicht ins Gehirn, nicht in die Nieren, sondern von oben nach unten wird der Zeolit wieder ausgeschieden. Und dann wird die Frage gestellt, wie wirkt denn der Zeolit? Da muss ich Ihnen erst einmal die spezifischen Eigenschaften, Wirkeigenschaften von dem Zeolit darlegen. Wir haben also die Adsorption, das ist die Bindung von Giften. Adsorber heißt binden. Dann haben wir den selektiven Ionenaustausch, der durch diese Kanälchen erfolgt, die ich gezeigt habe. Der Ionenaustausch ist übrigens ein Naturgesetz und wurde schon in der Bibel beschrieben. Als Moses mit seinem Volk an einen See gekommen war, stellten sie fest, dass das Wasser bitter schmeckte. Das war mit Magnesiumsulfat irgendwie durchtränkt. Und er bat Gott, dass er das Wasser trinkbar macht. Und Gott zeigte ihnen einen Baumstamm. Und diesen Baumstamm haben sie ins Wasser gelegt. Und dieser Baumstamm hat das ganze Magnesiumsulfat aufgenommen und das Wasser trinkbar gemacht. Also der Ionenaustausch vollzieht sich also, kann einseitig sein, wie in diesem Fall, aber auch wechselseitig. Beides, die Adsorption und der selektive Ionenaustausch, bewirken die Entgiftung des Körpers. Dann hat Zeolit einen Antioxidantien-Effekt, also er kann die freien Radikalen fangen. Er kann auch Radionukleide bilden. In Tschernobyl nach der AKW-Katastrophe wurden 500.000 Tonnen Zeolit eingesetzt, um alles, den Boden, sogar den Fluss, den Dnepr, sauber zu machen. Und das ist also auch gelungen. Außerdem führt der Zeolit, das habe ich schon erwähnt, Mineralien zu, besonders aber das Siliziumdioxid als kollidales Silizium.
Er hat eine Katalysatorfunktion, also dass er sich auch in den Verdauungsprozess mit einschaltet. Und er hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung. Das sind also die ganzen Prozesse, die der Zeolit hat. Ich will kurz den Ionenaustausch hier kurz zeigen. Man braucht zum Ionenaustausch da wenig zwei Medien. In diesem Fall ist das der Organismus und das ist und das ist der Zeolit-Kristall. Und es folgt dann der Austausch von einem hierher und dann andersrum. Und dann ist der im Organismus aus dem Zeolit die Anionen, die Kationen. Und im Zeolit befinden sich Schadstoffe oder Gifte, die im Körper waren. Dazu kommt noch die Adsorption, also das Binden, das heißt das Unwirksammachen von Giften, das Unschädlichmachen von diesen Schadstoffen, also auch von Radionukliden. So, wenn Sie, das alles muss man beachten. Wenn Sie jetzt den Zeolit einnehmen, empfehle ich immer, ich will das kurz demonstrieren, Sie bringen also das Pulver in das Glas und dann rühren Sie rum, das empfehle ich immer, kräftig umrühren, dann einen Schluck in den Mund nehmen, kurze Zeit im Mund behalten und dann hinterschlucken und das wiederholen, bis das Glas leer ist. Das ist also ganz wichtig, dass man das berücksichtigt. Warum dieses Rumrühren? Jede Suspension hat bestimmte Ionen und wenn die Suspension ruht, dann sind die Ionen alle neutralisiert, dann passiert also gar nichts weiter. Aber für die Bioverfügbarkeit ist es wichtig, dass die Stoffe, die Moleküle, die alle ionisiert sind. Und das erreichen Sie, danke, das erreichen Sie, wenn man jetzt rührt, da werden die ganzen Ionen aktiviert. Die befinden sich dann in der Flüssigkeit. Und wenn Sie das so trinken und in den Verdauungstrakt kommt, dann geht das schneller ins Blut und in die Zellen. Und deshalb ist das Umrühren so wichtig. So, nun will ich Ihnen zeigen, wie das abläuft im Verdauungstrakt. Bitte das nächste Video. Jawohl, mache ich gleich. Und los geht's. Zeolit und das in ihm enthaltene Siliziumdioxid sind Adsorbentien. Siliziumdioxid bzw. siliziumdioxidhaltige Naturmineralien können durch Adsorption ihre Wirkung erheblich erhöhen, weil sie infolgedessen in die Nähe des Wirkungsfelds gelangen. Damit wird die Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe vergrößert. Der erste Schritt der Verarbeitung der im Zeolit enthaltenen Wirkstoffe erfolgt bereits in der Mundschleimhaut mit Unterstützung des Speichels. Der Ionenaustausch und die Adsorptionsaktivität beginnt. Im Magen- und Zwölffingerdarm wird der Ionenaustausch und die Adsorption des Zeolits weiter intensiviert. Außerdem findet hier die Dealuminierung statt. Das ist die Aufspaltung des Zeolits in kolloidales Siliziumdioxid und in Aluminiumverbindungen. Letztere werden entweder neutralisiert oder in Antazida, also Säurebinder, umgewandelt. Im Dünndarm werden Adsorption und Ionenaustausch fortgesetzt, indem auch die in der Nahrung befindlichen Mineralien durch die Zeolitfunktion mitverarbeitet werden. Im Dickdarm vollziehen sich durch den Zeolit neben Ionenaustausch und Adsorption die Regulierung der biologisch wichtigen Mikroflora sowie die Inaktivierung der pathogenen Mikroflora und die Aufnahme noch vorhandener toxischer Stoffe in die Kristallgitter des Zeolits. Dann erfolgt die Exkretion der mit toxischen Biomaterialien, endogen und exogen in den Körper gelangten Toxine sowie der mit pathogener Mikroflora beladenen Zeolitkristalle. Jawohl, jetzt gerne wieder. Da das sehr schnell gegangen ist,
möchte ich Ihnen das noch einmal kurz sagen. Also wenn der Zeolit im Mund kommt, erfolgt dort die Detoxikation, also die Entgiftung des Mundes und der Zähne. Dann signalisiert der Zeolit den Körper, jetzt kommt etwas, dass er bereit ist zur Aufnahme des Zeolits. Und außerdem beginnt hier schon die Vorbereitung des Ionaustausches und der Adsorption. Dann kommt er in den Speiseröhre. Dort wird weiter, werden diese Kanälchen eröffnet und weiter die Vorbereitung zum Ionaustausch und zur Adsorption vorbereitet. Im Magen findet auch Adsorption und Ionaustausch statt, aber zuvor wird hier das kolloidale Silizium gebildet und gleichzeitig Aluminiumhydroxid. Das Aluminiumhydroxid bewirkt eine Entsäuerung im Magen. Also das heißt, hier wird das Basensäuregleichgewicht wieder hergestellt. Dann kommt das weiter in den Zwölffingerdarm. Hier wird im Zwölffingerdarm bewirkt es, also erstmal schaltet sich der Zeolit mit seiner Wirkung in die Verdauung ein. Außerdem erfolgt dann die Adsorption und der Ionaustausch, aber auch die Entsäuerung wird hier fortgesetzt. Und schließlich im Dünndarm erfolgt dann der ganze selektive Ionaustausch, Adsorption und auch hier die Detoxikation, also wenn noch Gifte enthalten sind. Und im Dickdarm auch wieder die Adsorption, Ionaustausch, noch weitere Entgiftung und die Regulierung der Darmflora, die damit in Ordnung wird. Und dann wird das faktisch neutralisierte Gift oder die Toxine, die alle durch die Adsorption neutralisiert wurden, ausgeschieden, sodass also der Zeolit ohne Gifte in die Toiletten und so weiter kommt. Das ist also der Vorgang, der nun vonstatten geht. Und das alles findet folgendermaßen statt. Wenn wir hier den Darm haben, dann ist innerhalb der Darmschleimhaut das Bindegewebe und hier das flüssige Bindegewebe, was als Grundsubstanz der Extrazelle der Matrix bezeichnet wird. Und hier haben wir dann ein Gitter und die Zellen. Und aus den Zellen kommen dann die Schadstoffe, erfolgt die Detoxikation. Und aus dem Zeolit kommt das Magnesium oder Calcium, alles, was enthalten ist. Und das kommt dann zu den einzelnen Zellen. Wichtig ist noch, das habe ich kurz vergessen, hier ist ein Molekularsieb. Und das Molekularsieb kontrolliert, dass nur das, was in die Zellen kommen muss, in die Zellen kommt. Ich will Ihnen diese extrazelluläre Matrix des Bindegewebes, das will ich Ihnen ja mal in Natura zeigen. Die unter der Schleimhaut des Bindegewebes befindet sich also diese extrazelluläre Matrix, also das Bindegewebe, in dem das alles, was ich jetzt gesagt habe, vollzogen wird. Und allein im Verdauungstrakt hat das eine Fläche von 400 Quadratmeter. Da können Sie sich vorstellen, wenn wir das alles auseinandersehen, da können Sie sehen, was also für eine große Fläche zur Verfügung steht. Ich möchte noch einmal unterstreichen,
die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix. Dort wird alles bestimmt, was in die Zelle geht und was auch aus der Zelle herausgeht. Und dabei spielt ein Molekularsieb eine ganz wesentliche Rolle. Nun wird immer die Frage gestellt, woher wissen die Giftstoffe, dass sie in den Zeolith müssen? Und woher wissen der Zeolithstoff, dass das in den Körper kommt? Da gibt es bestimmte atomare Bindungskräfte der Elemente, die sowohl in Kristallgitter sind und die also auch im Körper sind. Und die beruhen auf einem Elektronenaustausch. Man spricht von Dipolkräften, beziehungsweise im Fach heißt es van der Waalsche Kräfte, die dieses bewirken. Der Ionenaustausch vollzieht sich in der Weise, dass die Schadstoffe eine große Affinität zu den Kristallgittern des Klinoptilolithiolids haben und die im Kristallgitter befindlichen Kationen stark von den organischen Stoffen im Organismus angezogen werden. Das heißt, es werden nur jene Ionen und auch nur so viel Ionen den Zeolithen entnommen, wie sie der menschliche Körper braucht. Überschüssiger Zeolith wird wieder ausgeschieden. Daher kann Zeolith nicht überdosiert werden. Bei der Realisierung des Ionenaustausches und der Adsorption, vor allem durch biophysikalische Funktionen, spielen die van der Waals-Kräfte eine wichtige Rolle. Untersuchungen von Schalmina und Novoselov zeigen, dass die Detoxikationsmechanismen des Zeoliths im menschlichen Körper vielfältig und sehr differenziert im Sinne einer Autoregulation stattfinden. Wenn der eingenommene Natur-Klinoptilolith-Zeolith zum Beispiel als in Wasser gelöstes Pulver den Verdauungskanal entlangläuft, vollziehen sich, vereinfacht dargestellt, folgende Prozesse. Zunächst wird Ordnung im Verdauungskanal geschaffen. Hier erfolgt die Herstellung des erforderlichen Säure-Basen-Gleichgewichtes, wobei Aluminium und Azida eingesetzt werden. Gleichzeitig wirken differenziert die vielfältigen Detoxikationsmechanismen des Zeoliths. Danach setzt der Ionenaustausch und die Adsorption ein. Bei diesem Vorgang gelangen die Zeolith-Ionen von der Schleimhaut des Verdauungskanals über die frei in die Grundsubstanz der extrazellulären Matrix endenden arteriellen Kapillaren in deren mannigfaltiges Funktionssystem. Im Gegenzug werden Stoffwechselendprodukte, Toxine und Schwermetalle nun über die frei endenden venösen Kapillaren zu den im Darm liegenden Zeolithkristallen befördert und dort festgebunden. Das Molekularsieb der extrazellulären Matrix reguliert Schadstoffabfluss und Ionenzufuhr für die Parenchymzellverbände. Das Siliziumdioxid als das einzige biogen geprägte Mineral übt bei diesen Stoffwechselprozessen eine regulative Steuerungsfunktion aus. Wenn bei den Zellverbänden Bedarf besteht, werden in diesem Ionenaustausch-Adsorptionsprozess auch Stoffe mit einbezogen, die sich im Nahrungsbrei des Darms befinden. Mithilfe der biogenen Eigenschaften des Siliziumdioxids und der regulativen Steuerungsfunktion werden in den Zellverbänden vielfältige Funktionen entsprechend den Erfordernissen stimuliert. Und je weniger Energie ein Element braucht, umso schneller kommt es aus dem Körper in diesen Zeolith-Körnchen. Und man hat bestimmte Sorptionsreihen. Und es ist ein guter Zeolith, wenn die Sorptionsreihe vor allem Blei, Ammoniak und anders Quecksilber stehen. Ich will Ihnen hier einige Sorptionsreihen zeigen. Sie sehen hier Cäsium, Blei, dann Ammoniak, Kupfer, was ist das? Quecksilber und so weiter. Hier, das ist ebenfalls eine sehr gute Sorptionsreihe. Das ist aber keine schlechte. Das ist kein Zeolith, der für medizinische Zwecke ist. Da steht zwar an erster Stelle auch der Blei, aber dann steht Natrium, Calcium und so weiter. Also solchen Zeolith darf man nicht verwenden. Es ist also ganz wichtig, die Sorptionsreihe zu beachten. Ein guter Zeolith hat immer eine solche Sorptionsreihe, dass Schadstoffe, also wie Blei und so weiter,
mit geringster Energie in die entsprechenden Zellkörnchen kommen und dort unwirksam gemacht werden. Gut. Ist also diese Sorptionsreihe, die immer hergestellt werden und die auch die Qualität des Zeolits mit ausweisen. Und nun geht es also los. Alles, was im Zeolit enthalten ist, also die Anion, Kation und das Silizium, kommt in die Zellen. Und aus den Zellen heraus kommen Stoffe für Endprodukte und eben Schadstoffe verschiedener Art. Und hier in den Zellen entfaltet dann der Zeolith seine ganzen Wirkungen, die folgende sind. Erstens Katalysatorfunktion. Also das Anregung, dass also mit in den Verdauungsprozess einbezogen wird. Zweitens die Regulation des Wasserhaushaltes, dass also das der in Ordnung ist. Dann die Adsorption, also die Entgiftung, von der ich schon gesprochen habe. Eine große Rolle spielt der Zeolith auch in der Proteinsynthese. Er ist vor allem das Silizium, was enthalten ist im Zeolith, führt zur Proteinsynthese und kann zur Verjüngung des Gewebes beitragen und dient den Strukturaufbau. Auch die Rhythmustaktung, alle Prozesse innerhalb dieser extrazellulären Matrix laufen mit bestimmten Frequenzen ab. Der Zeolith bewirkt weiter, vor allem auch hier wieder das Silizium, Wachstum und Heilung. Ohne Silizium oder ohne Silikate ist kein Wachstum möglich. Und eine ganz große Rolle spielt die unspezifische Immunfunktion. 70% der Immunfunktion befinden sich im Darm. Und somit also auch in der extrazellulären Matrix. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir den Zeolith auch über den Darm gehen lassen, dass der Darm immer gesund ist, und weil damit also auch ein gesundes Immunsystem geschaffen wird. Schließlich geht da auch die antivirale und die antibakterielle Wirkung vonstatten. Ich habe Ihnen ja schon erwähnt, dass ich seit über 20 Jahren keinen Infekt mehr habe und auch keine Befürchtung habe, dass ich Corona-Erkrankung bekomme. Weiter sorgt der Zeolith dafür, dass die Mineralgleichgewicht im Körper zustande kommt und das Säure-Basen-Gleichgewicht auch hergestellt wird, dass also eine Entsäuerung stattfindet. Des Weiteren findet natürlich die Entgiftung statt und der ganze Strukturaufbau der Zellmembran und die Stabilisierung der Zellmembran erfolgt durch dieses Silikat. Schließlich ist auch der Zeolith und vor allem das Silizium in den Genen enthalten und dient der Genregulation und schließlich auch der Energie und das Energie- und Informationsaustausch innerhalb des ganzen Körpers. Sie sehen, es sind viele Funktionen, die der Zeolith auswirkt. Und wenn Sie nun wissen wollen, wie der Zeolith wirkt, dann kann man zum Beispiel eine Haaranalyse machen. Das ist meine Haaranalyse, in diesem Fall die toxischen Stoffe. Und Sie sehen, die sind alle im grünen Bereich, das heißt, sie liegen unterhalb der üblichen Grenzwerte. Und damit kann man also die Wirkung des Zeoliths bestimmen. Aber man kann also auch noch die Mineralien bestimmen, wie viel die sind. Die Haaranalyse wieder. Man kann natürlich auch im Blut
Silizium oder Stoffe bestimmt, aber im Blut ist alles immer sehr variabel. Und Silizium selbst ist schwer zu bestimmen. Der russische Siliziumforscher Voronov hat gesagt, Silizium wirkt wie die Feuerwehr. Es ist immer dort, wo es gebraucht wird. Oh. Haben wir schon 25 Minuten rum? Super. Ich habe noch eine Frage. Medizinisches Zeolit steht immer auf der Dose. Man soll es nur eine Kur nehmen für 3 Monate. Ein Löffel am Tag steht auf der Dose. Sie sagen mir, Sie nehmen seit 20 Jahren täglich und zwar 2-mal am Tag. Ist das korrekt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, sag mir mal. Ob du 2-mal am Tag Zeolit nimmst. Ja, also irgendwie verstehe ich es nicht so gut. Also ich nehme 2-mal Zeolit, morgens auf nüchternen Magen und dann abends. Man soll das ja möglichst mindestens eine Stunde vor der Nahrung und dann abends nach dem Abendessen einnehmen. Ein älterer Mensch braucht mehr. Ich nehme 5 Gramm morgens und 5 Gramm abends. Wenn man jünger ist, genügen morgens 3 Gramm und abends 3 Gramm. Und ich nehme das ununterbrochen seit 20 Jahren. Schauen Sie meine Haardichte an, schauen Sie meine Haut an. Alles ist in Ordnung. Und schauen Sie meinen Geist an. Alles ist in Ordnung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Professor Hecht. Vielen Dank dafür. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir durften Ihnen aufzeigen, dass Zeolit wirklich ein Wunderstein ist für die Entgiftung, für so viele Dinge, die wir gerade gehört haben. Selbst beinhaltet es über 30 Mineralien, ist ein wichtiger Lieferant auch von Silizium, von kollodialem Silizium, was man auch immer wieder hört von ihm. Also von dem her ein All-in-One für uns alle. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.